Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich war wieder bei DM einkaufen und wie immer habe ich mir dann gedacht, mache ich auch direkt einen DM-Haul für euch. Es sind wieder viele Sachen dabei, die wir immer kaufen, aber auch ein paar neue Sachen, wie immer eigentlich. Und die Sachen möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe jetzt wieder nichts aufgeräumt oder sortiert, besser gesagt, sondern ich greife jetzt einfach wild in die beiden Boxen hier rein und zeige euch das dann einfach. Ja, ich habe hier ein Produkt, das habe ich jetzt gerade direkt schon ausgetestet. Und zwar ist das ein Nagellack von Trend It Up, das UV Power Gel Nail Polish. Und den habe ich auch gerade drauf, wie ihr sehen könnt. Der wird nicht scharf, ne? Also ich finde den ganz schön, den Nagellack. Das ist die Farbe 030. Hier steht drauf, Spezial UV Nagellack. Verleiht ein hochglänzendes Gelfinish und perfekte Haltbarkeit. Zweimal auftragen, je 2 Minuten bei Tageslicht trocknen. Danach das UV Power Gel Top Coat verwenden. Das UV Power Gel Top Coat habe ich jetzt nicht. Und ich habe das jetzt auch zweimal aufgetragen und jeweils 2 Minuten dann unter meine UV-Lampe dann einfach gehalten. Hier steht zwar Tageslicht, aber ich habe mir gedacht, ich halte das jetzt einfach mal unter der UV-Lampe, weil da UV draufsteht. Es ist zwar trocken geworden, aber man hat gemerkt, wenn ich das zum Beispiel jetzt irgendwie jetzt noch irgendwo gegenkommen würde mit den Fingern, dann würde sich das schon, der Nagellack schon verschieben. Ganz so trocken ist der jetzt nicht. Ich habe da noch ein bisschen von diesem Schnelltrocknungstropfen, die ich noch hatte, von Essence oder so, habe ich da drauf gepackt. Und jetzt sind die eigentlich auch ganz trocken. Ich finde den Nagellack schön und der war jetzt auch nicht so teuer. Und der trocknet einfach schnell. Aber ob das jetzt so ein UV-Power-Gel ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt super hart wird, wenn man den unter der UV-Lampe hält. Aber der ist schön. Dann habe ich hier von Baby Love einen Stilltee gekauft. Den trinke ich total gerne. Ich hatte das letzte Mal den von Rossmann. Diesen Früchte-Stilltee fand ich auch total lecker. Und ja, ich möchte mich halt schon mal darauf vorbereiten. Es sind ja jetzt nur noch 12 Tage. Wir haben jetzt den 4. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen kann. Also ich habe jetzt noch ein paar andere Videos, die ich vorher hochladen wollte. Aber jetzt vom 4. aus gesehen sind es nur noch 12 Tage bis zur Entbindung. Und da möchte ich mich halt, wie gesagt, richtig darauf vorbereiten. Dann habe ich für den Leon Baby von Baby Love die Schwimmwindeln in Größe L gekauft. Ja, brauchen wir jeden Sonntag, wenn wir schwimmen gehen. Also ich nicht mehr. Also ich bin eigentlich selten mitgegangen. Dennis geht immer allein. Das ist immer so ein Vater-Sohn-Ding. Und ich war einmal dabei, aber da war ich auch schon schwanger und habe mich voll unwohl gefühlt und saß dann da nur rum. Und das ging gar nicht mit dem Bauch. Ja, aber ich freue mich schon, wenn ich mal wieder mitschwimmen kann mit den Babys dann zusammen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Dann muss ich halt immer noch jemanden mitnehmen, damit wir dann mit allen Kindern schwimmen gehen können. Dann nehme ich meine Schwiegermama oder sowas mit, oder meine Mama kann nicht schwimmen. Und die hat dann auch immer Angst, gerade mit dem Baby dann. Deswegen würde ich dann vielleicht mit Papa fragen oder so. Ja, für Leon haben wir dann noch so Taschentücher gekauft, so eine Box von Sauber. Die hat er dann in seinem Zimmer stehen und da kann er sich, wenn seine Nase läuft, sich selbst die Nase putzen. Macht er manchmal, nicht immer. Oder er putzt dann halt lieber andere Gegenstände. Ne? Ist auch okay. Dann habe ich von Balea eine Cremeseife, Buttermilch und Lemon geholt. Die hatte ich jetzt so von Balea noch nicht. Ich habe ja so einen Seifenspender und da kommt das rein. Aber ich bin momentan so voll auf, ja, so Sommerdüfte und ja, und Lemon ist total Sommer für mich. Für mich muss momentan alles frisch sein, weil mir so heiß ist. Weil ich ja schon so dick bin jetzt hier in der Schwangerschaft. Und mir ist immer, immer heiß. Ich bin nur am Schwitzen und ich finde so erfrischende Sachen dann immer ganz gut. Und deswegen muss die Seife auch erfrischend sein. Dann für Leon und wie er sich auch total gerne Knabbertiere Sesam von der Bio-Eigenmarke von DM. Die sind wirklich sehr lecker. So Laugengebäck. Dann habe ich zum ersten Mal ein Fußpflegeprodukt dabei. Und zwar von Balea eine Fußbutter. Das ist hier so eine mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Ich bin gespannt, ob die gut ist. Ich habe immer schöne Füße gehabt, immer. Also ich hatte nie Hornhaut oder sonst irgendwie welche weißen Ablagerungen an den Füßen oder was auch immer. Ich hatte immer weiche, wunderschöne Babyfüße. Auch mit meinen Arbeitsschuhen, die ich manchmal wirklich 10, 12 Stunden anhatte auf der Arbeit und immer hin und her gerannt bin. Ich hatte nie Probleme damit. Aber immer, also das hatte ich beim Leon in der Schwangerschaft und jetzt auch in der Schwangerschaft, immer wenn ich dick bin, dann laufe ich anders. Also das hat mir eine Fußpflegerin gesagt, wo ich nämlich jetzt auch zum ersten Mal war. Ich war zum ersten Mal bei der Fußpflege, die mir die Füße gemacht hat. Und die hat auch gesagt, das liegt daran, wenn man dann auf einmal dicker ist, dann
dann verlagert man das Gewicht beim Laufen anders und dadurch bekommt man dann halt so ein bisschen Hornhaut, also an den Hacken so ein bisschen hatte ich. Jetzt nicht mehr, aber ich möchte die Füße jetzt erstmal weiter pflegen. Brauchte ich vorher nie irgendwie so eine Fußbutter oder sowas. Aber naja, ich weiß ja, ich hoffe, dass es nicht für immer so sein wird, dass sie dann meine Füße wieder normal werden, wie sonst auch. Dann von Balea ein Rasiergel Fruity Dream. Das ist so eine Sommer-Edition, glaube ich. Ja, habe ich jetzt mal mitgenommen. Sonst habe ich immer das ganz Normale, was jetzt nicht nach irgendwas Besonderem riecht oder so. Und dann habe ich auch Duschgel mitgenommen. Ich habe noch ein bisschen mehr, glaube ich. Zwei. Habe ich jetzt nur zwei Duschgel? Ich glaube, ich hatte drei, oder? Egal. Auf jeden Fall habe ich einmal, weil ich ja gesagt habe, ich bin so viel am Schwitzen und brauche was Erfrischendes, dieses After-Sun-Dusche mitgenommen. Die erinnert mich total an Urlaub und die riecht so richtig toll nach Urlaub, nach Kokosnuss und ist auch voll frisch auf der Haut. Ich stehe überhaupt nicht so auf Balea-Duschgel normalerweise, weil das nicht so lange auf der Haut hält. Aber das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das steht auch meistens bei der Sonnencreme mit bei. Und dann wie immer das von Palmolive, das liebe ich auch total. Da fühle ich mich auch mal total frisch danach. Und passend auch zu diesem Duschgel von Palmolive. Ah, seht ihr? Jetzt bin ich dagegen gekommen mit meinem Fingernagel und habe direkt eine Macke. Ja, ja, toll. Auf jeden Fall passend zu diesem Duschgel habe ich dann auch das passende Badezeugs mitgenommen. Das hatte ich auch noch nicht, aber es riecht genauso. Ach, voll lecker. Das riecht genauso wie das, also so richtig frisch einfach. Ja, und wenn ich baden gehe, dann kann ich mich direkt damit abduschen. Dann habe ich auch noch eine neue Sonnencreme gebraucht. Da habe ich jetzt einfach so eine mittlere genommen mit Sonnenschutzfaktor 20. Auch mit Kokosduft. Finde ich auch mal voll gut. Ich halte mich ja jetzt nicht so lange in der Sonne auf in diesem Jahr, weil die Babys ja dann auch kommen jetzt bald. Und ich denke mal nicht, dass wir uns da nur in der Sonne rumbrutzeln werden. Deswegen reichen 20%. Und für Leon habe ich eine gekauft mit 50%. Er hat zwar eine hier, aber ich finde es immer ganz gut, wenn wir unten eine haben, bevor wir losgehen, dass ich da ihm zur Not nochmal eincremen kann. Oder dass wir auch oben eine haben, wenn ich ihn dann morgens fertig mache für den Kindergarten, damit ich ihn direkt vorm Anziehen schon eincremen kann. Dann habe ich für oben und unten eine. Brauche ich nicht immer hoch und runter laufen, ich bin ja faul. Dann habe ich mein Lieblingsbilligparfüm wieder mitgenommen. Das ist dieses Mini-Pink-Zeugs, das steht immer unten im Regal. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Es riecht total lecker. Voll oft fragen mich Leute, habe ich aber auch schon 100-mal erzählt, was ich denn für ein tolles Parfüm benutze. Und das ist das 3-Euro-Parfüm von DM, ne? Das wie immer die Waschlappen, habe ich ja schon erwähnt, ohne die geht gar nichts mehr. Und wie immer 20 Kosmetiktücher, die sind auch immer bei uns im Badezimmer. Was haben wir noch? Ja, für Leon die Seife No Touch Nachfüller von Sacrotan. Die ist total teuer, aber damit kam ich auch sehr, sehr lange aus. Ich weiß nicht, wann ich das Paket mal gekauft habe. Das habe ich euch in irgendeinem Follow Me Around, ich glaube vor Monaten mal gezeigt oder so. Und jetzt so langsam wird die Seife leer, weil Leon benutzt sie nicht immer. Nur wenn er sich halt selbst die Hände wäscht, dann sage ich, geh dir mal die Hände waschen. Aber manchmal bin ich auch dabei und dann machen wir das mit der anderen Seife. Nur wenn er sich selbst die Hände wäscht, ist es immer ganz praktisch, dass er dann einfach nur drunter halten braucht. Ich musste ihm ganz, ganz oft noch erklären, dass er dann nicht 2, 3, 4 Mal drunter mit den Händen drunter gehen braucht, sondern das einmal reicht. Aber der hat richtig Spaß damit und ich sage dann immer, geh dir mal die Hände waschen. Und dann sagt er immer, mit der neuen Seife. Und das sagt er, glaube ich, jetzt schon den ganzen Monat. Und ja, findet er toll. Und jetzt habe ich mal die andere Variante mitgenommen. Das ist, wonach riecht das? Also vorher war das Sensitiv-Zeug. Das hat eigentlich auch ganz gut gerochen und ich habe das auch ab und zu mal genommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine so... Ne, steht nur... Keine Ahnung, ich denke mal irgendwas Orangenes. Dann habe ich einen neuen Freshmatic gebraucht. Meiner ist kaputt. Und deswegen habe ich jetzt einen neuen gekauft und direkt einen Nachfüller mit dabei. Den brauche ich ja eh jeden Monat. Leon hat eine neue Zahnbürste gebraucht und da habe ich die von Signal gekauft. Und dieses Mal mit der... Das wird nicht scharf. Dauert aber mega lange, ne? Auf jeden Fall habe ich das mit der Conny draufgeholt, weil wir von Signal schon die Zahnpasta letzte Mal von der Conny gekauft haben. Er wollte die unbedingt haben, weil er diese Pixi-Bücher total mag mit der Conny.
Conny bekommt eine Katze, Conny lernt Fahrrad fahren und was auch immer. Und dann sagt er immer, wenn ich dann sage, komm, wir gehen jetzt die Zähne putzen, mit der Conny. Ja, und dann habe ich mir gedacht, freut er sich bestimmt, wenn er dann auch die passende Zahnbürste passend hat. Dann habe ich hier noch Sachen, die ich einpacken wollte zu einem Geschenk. Habe ich mir gedacht, so ein Sprudelbad von Dresdner. Dresdner Essenz. Ja. Einmal, also ich weiß nicht, wie das riecht. Also, ach stimmt, hier ist eine Duftprobe. Ja, riecht normal. Ich habe einfach was Schönes ausgesucht. Also ich dachte mir, okay, das ist bestimmt cool. Ich liebe so Sprudeldinger. Und das ist einmal Entspannung und Balance. Und einmal Schwerelos. Und dann habe ich mir gedacht, ist das auch noch ganz cool, das ist so ein Ball. Also ich weiß nicht, wie nennt man die Dinger? Das ist so ein Sprudelbadball mit Lavendel. Das sind so Lavendelblüten. Ja, ich weiß, dass sie gerne baden geht. Und dann habe ich mir gedacht, freut die sich vielleicht. Ja, das packe ich dann ein. Dann habe ich hier von P2 noch falsche Wimpern gekauft. Ich und falsche Wimpern, ich weiß. Aber die sind wirklich sehr gut. Bei mir halten die auch total lang. Und ich kaufe dann immer hier diese Sorte mit der orangen, mit der lilanen Aufschrift. Das sind nämlich auch nur die halben. Und die sind wirklich total unauffällig. Aber ich habe so ganz, ganz kleine Wimpern. Und wenn ich dann mal was Schickes vorhabe, weiß ich nicht, ich gehe mal weg mit dem Dance. Oder wenn ich irgendwelche schöne Fotos machen möchte oder so, dann klebe ich mir die immer hier drauf. Und die klebt man dann auch nur hier halb drauf, weil das ja auch nur die halben sind. Und ich habe die auch beim letzten Mal, habe ich mir die ein bisschen gekürzt. Und die haben wirklich sehr, sehr lange gehalten. Also ich hatte die, glaube ich, fast ein ganzes Jahr, weil ich die so selten drauf gemacht habe. Und man kann die dann immer wieder vorsichtig abmachen, dann ein bisschen reinigen und dann kann ich die hier wieder draufpacken und wegpacken. Also die sind wirklich sehr gut und ich klebe die immer mit dem Kleber von Essence drauf. Ich habe so einen Essence-Kleber und wirklich, also ich, so langsam habe ich es drauf und man, das fällt auch nicht auf. Ich hatte die vor ein paar Tagen drauf und dann habe ich das meiner Freundin gesagt und die so, wie, guck mich mal an. Und die hat gesagt, das fällt gar nicht auf. Ich so, ja, weil die halt nur so halb sind. Also die sind wirklich sehr gut. Dann habe ich von Catrice, wie immer, mein Liquid Camouflage gekauft. Beim letzten Mal, das ist immer die 020, die ich kaufe. Beim letzten Mal habe ich das von L'Oreal, glaube ich, gekauft. Das hat 4 Euro und gekostet. Also war ein bisschen teurer wie das. Und das fand ich nicht so gut. Das war sehr, sehr dünn. Und das ist so eine dickflüssige Creme. Also damit komme ich viel besser klar. Aber das andere brauche ich jetzt natürlich nur auf. Ja, dann brauchte ich auch noch neue Farb- und Schmutzfangtücher. Habe ich eigentlich ja auch immer fast mit dabei. Beim letzten Mal habe ich das vergessen. Genauso wie die habe ich auch immer dabei. Das sind diese Fusselroller, weil ich ja 2 weiße Katzen habe und die Katzenhaare überall dran kleben. Mittlerweile schon am neuen Kinderwagen. Dann brauchte ich auch wieder neue WC-Steine, wie immer. Da nehme ich auch gerne die WC-Ente. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, wieder die anderen. Aber die sind einfach irgendwie besser und auch viel ergiebiger. Leon brauchte ein neues Duschgel, da habe ich das von Far Kids mal gekauft. Ich liebe dieses von Bellybutton, dieses blaue, aber irgendwie finde ich das bei uns, unserem DM nicht mehr. Das riecht auch ganz gut, aber das von Bellybutton ist echt viel, viel besser. Was haben wir noch hier? Dann für die Katzen, das wollte ich mal ausprobieren. Das ist von Dein Bestes, das sind so 2 Kissen in verschiedenen Farben. Ja, Schmusekissen mit Katzenminze. Das sind 2 Stück und ich habe ja 2 Katzen und da wollte ich mal gucken, ob die das toll finden. Ich meine, ich habe sowas mal gekauft, aber ja, riecht nach ein bisschen Minze, ne? Ich bin mal gespannt, wie die reagieren. Dann habe ich auch noch einen Glaskeramikschwamm mitgenommen, den wollte ich mal ausprobieren. Ich habe gelesen, wie man den, ich habe mir das schon durchgelesen, wie man den benutzt und zwar reinigt man ganz normal das Ceranfeld und dann nimmt man den Schwamm, den feuchtet man an, geht dann über das Ceranfeld nochmal drüber und dann kann man mit einem Zewa oder so nachtrocknen. Ich bin mal gespannt, ob es dann besonders glänzt oder so. Für unser Gästebad wollte ich das mal mitnehmen, das ist so eine Handcreme. The Raspberry Kiss. Sieht ganz cool aus und passt bestimmt echt gut ins Badezimmer rein. Ich probiere die mal aus. Obwohl, ich habe noch eine Handcreme, die echt teuer war, die ich auch mal ausprobieren wollte. Dann habe ich gleich doppelt weiche Hände. Boah, das riecht richtig gut. Oh. Ja, fürs Gästebad habe ich mir gesagt, wenn ich das dann mal brauche. Oder ein Gast trockene Hände hat. Also es riecht wirklich sehr, 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 sehr gut.
Also es riecht wirklich sehr gut so nach Raspberry halt, ne? Oh, lecker. Dann brauchten wir noch neue Kosmetik-Eimer-Müllbeutel. Damit komme ich auch 100 Jahre aus. Und einen neuen Fotokleberoller für das Fotoalbum von Leon und das Schwangerschaftstagebuch für die Zwillinge. Mein Gott, ich habe aber auch viel gekauft. Dann von WC-Ente eine WC-Ente halt für unser Klo zum Saubermachen. Finde ich immer ganz gut und das riecht auch voll frisch. Dann Korrekturstäbchen, wenn ich mir Eyeliner drauf mache. Ich habe auch noch einen Eyeliner gekauft. Zeige ich euch gleich. Ja, auf jeden Fall, den brauche ich dann immer, um das ein bisschen zu korrigieren. Dann für die Kaki-Flecken, wenn die Babys kommen, dann machen die öfter mal ein bisschen so stark in die Windel, dass alles daneben geht. Und da finde ich dieses von Denk mit, die Geilseife, wirklich sehr gut. Das war beim Leon schon so. Und auch so für Flecken, die Leon dann halt mit nach Hause schleppt. Haarspray. Haargel. Das sind so Standardsachen, die ich eigentlich immer habe. Die Signal-Zahnpasta von mir. So, das waren jetzt so immer die Standardsachen. Ja, okay, das hatte ich letzte Mal, glaube ich, auch. Von Pampers, so eine kleine Packung feuchte Tücher. Die nehme ich dann aber auch für Leon. Ich habe so eine kleine Windeltasche und die nehme ich dann, also so eine kleine Tasche, wo einfach nur feuchte Tücher reinpassen und Windeln und eine Unterlage, weil Leon halt noch nicht trocken ist und deswegen braucht er halt Windeln. Der ist ja auch noch nicht so alt und von daher habe ich das dann immer dabei in meine Handtasche oder so. Und von Gliscor dann noch so eine Express-Repair-Spülung. Finde ich immer ganz gut morgens nach dem Aufstehen, wenn ich mir die Haare nicht gewaschen habe, sprühe ich mir das drauf und dann kann ich die besser kämmen. Von Alverde habe ich hier noch so eine Naturkosmetik-Bio-Seife. Die ist wirklich total gut. Ich hatte jetzt die ganze Zeit eine mit Lavendel und man kann auch mal direkt dran riechen. Und da ich ja jetzt was Sommermäßiges brauchte, habe ich die jetzt mal mit Zitrone mitgenommen. Wirklich sehr, sehr gut. Kann ich echt empfehlen. Die kostet auch echt nicht viel. Dann brauchte ich auch wieder, wie immer in letzter Zeit, diese Slip-Einlagen. In der Schwangerschaft sind die meistens unverzichtbar. Dann für die Zwillinge habe ich wieder so eine Packung Baby Love Wattepads mitgenommen, damit ich noch eine auf Reserve habe. Ich weiß gar nicht, wie viel ich beim letzten Mal gekauft habe, eine oder zwei. Aber die werden ja nicht schlecht und die brauche ich wirklich jeden Tag dann zum untenrum sauber machen für die Babys. Dann habe ich hier von EOS noch eine Handlotion. Die hat mich schon die ganzen anderen Wochen, Monate immer, wenn ich bei DM war, angelacht. Und jetzt habe ich die endlich mal gekauft. Die ist echt teuer. Die sieht aber cool aus. Und ich habe mir gedacht, für die Handtasche ist die bestimmt gut. Oder demnächst werde ich ja jetzt wieder mit einer Wickeltasche rumrennen. Aber ja, ich wollte die unbedingt mal ausprobieren. Und ich probiere die jetzt mit euch zusammen aus. Nur, das ist natürlich jetzt total doof, dass das hier so schon nach Raspberry riecht. Voll klein für den Preis. Dann macht man das hier so auf. Ja, toll, mein Nagellack. Na ja, klar. Dann macht man das hier. Boah, ist das klein und dünn. Mein Gott, und dafür 5 Euro. Und ich bezahle das auch noch. Mit so ganz wenig. Ich mache das hier oben mal drauf. Also so auf meiner Handoberfläche habe ich die ja jetzt drauf. Da fühlt sich das frisch an. Das ist schön, dass es frisch ist. Aber vom Geruch her muss ich sagen, ist das hier intensiver, wenn man da jetzt so auf Gerüche abfährt. Das ist schon teuer. Mein Gott. Und so gut riecht das gar nicht. Dann brauchte ich auch noch einen neuen Weichspüler. Da habe ich einmal den hier von Lenor für uns mitgenommen mit Vibres. Und von Lenor sensitiv für die Babys. Also ich werde nicht immer getrennt waschen. Das habe ich beim Leon irgendwann auch nicht mehr gemacht. Aber wenn ich dann deren Wäsche mit unserer Wäsche wasche, dann kommt dann auch hier nur dieser Weichspüler rein. Für Leon hatte ich dann hier die vom Baby Love gekauft, diese feuchte Tücher. Die verträgt er sehr, sehr gut und ich bin mal gespannt. Ich werde die dann auch irgendwann bei den Zwillingen ausprobieren. Noch habe ich ja die vom Pampers. Also die müssen ja erstmal kommen, ne? Und dann werde ich erstmal die vom Pampers ausprobieren. Und wenn die beiden die dann gut vertragen, dann kaufe ich auch nur die, weil die sind halt wirklich günstiger. Und dann habe ich hier von Maybelline noch ein Line Refine Liner Express gekauft, also ein Eyeliner. Ja, irgendwie will er nicht scharf werden, glaube ich, aber ist ja egal. Auf jeden Fall ist das ein Eyeliner, den ich schon im letzten Jahr gekauft habe und schon fast ein Jahr jetzt benutzt habe. Da ist immer noch ein bisschen Farbe drin, aber ich merke, dass es langsam trocken wird und ich öfter dann da
mit rumschütteln. Also man muss das dann immer hier so schütteln und dann kommt die Farbe halt auf diesen komischen Pinsel hier. Das ist so ein, weiß nicht, kann man das so sehen, so eine Spitze und die, damit kann man sich echt gut, okay, ist voll fett, damit kann man sich aber echt gut so einen Eyeliner ziehen, finde ich. Man braucht am Anfang ein bisschen Übung, aber ich hatte das eigentlich schnell raus damit und es sieht auch richtig, ja, schön, wie nennt man das? Also nicht so verschwommen aus, sondern so richtig schwarz halt, so schwarz. Ihr wisst, was ich meine. Hier habe ich noch ein Duschgel, genau, da habe ich das auch von Balea gekauft, obwohl ich das ja eigentlich nicht so gut finde, aber ich bin so verschwenderisch momentan mit Duschgel, weil ich nur am Schwitzen bin. Und zwar das von Balea, das Duschgel Sport und Refresh. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte mich frisch fühlen nach dem Duschen und da habe ich keinen Bock auf so, weil mich haben diese Emojis? Ich glaube, die heißen so, ne? Dieses Duschgel, dieses neue, hat mich voll angelacht. Es hat auch sehr gut gerochen, aber, oh nee, ich will nicht nach einem Lutscher, nach einem Dauerlutscher oder sowas riechen, das riecht so sehr süß. Oder nach einem Schokoladencookie oder sowas. Sondern ich möchte nach was Frischem riechen, wenn ich aus der Dusche komme, weil ich danach nach einer Stunde wieder schwitze. Und da finde ich sowas optimal. Ja. Dann habe ich nochmal Trockentücher für, ja, als Backup für die Zwillinge gekauft. Und dann habe ich noch als letztes eine Kombilösung für meine Kontaktlinsen gekauft. Ich habe so Monatslinsen drin, aber die muss man natürlich jeden Abend rausnehmen. Manchmal vergesse ich das auch. Soll man nicht machen, weil das nicht so gut ist. Die trocknen sonst aus, die Augen. Aber eigentlich gucke ich schon, dass ich die dann auch immer rausnehme. Dann mache ich die mit dieser Kombilösung sauber. Und dann kommt diese Kombilösung auch in diese Behälter rein. Und da kann ich dann meine Kontaktlinsen dann ablegen über Nacht und dann nächsten Morgen wieder drauf packen. Mittlerweile habe ich da voll die Routine drin. Das hat echt lange gedauert. Das war echt anstrengend mit den rein und raus, aber jetzt ist der Drachenklacks. Ja, das war jetzt mal wieder ein DM-Haul. Der nächste DM-Haul wird dann sein, da werde ich bestimmt andauernd unterbrochen, weil ich irgendwie da mal stillen muss oder da mal irgendwie wickeln muss, obwohl Dennis ja da ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er fürs Wickeln zuständig ist und ich fürs Stillen. Es war beim Leon genauso. Und beim Leon war es immer so praktisch, der hat mir den dann immer abgenommen und ich konnte schlafen. Und sobald er Hunger hat, hat er mir den wieder gebracht. Das kann er ja jetzt bei 3 Kindern nicht machen. Obwohl, wenn Leon im Kindergarten ist, dann kann er doch mir 2 Babys abnehmen, oder? Nein, Quatsch. Damit ich schlafen kann, nee. Aber ich bin mal gespannt, ob ich dann noch zu irgendeinem Video komme oder so. Also so Follow Me Around auf jeden Fall. Aber ich denke mal, so ein DM-Haul, dann muss ich halt ab und zu Pause machen. Da brauche ich den ganzen Tag dafür, aber ist ja egal. Ich habe ja Zeit. Ich bin ja dann in Mutterschutz und Elternzeit. Ja, ich freue mich schon. Ich bin gespannt, wie die Einkäufe dann irgendwann aussehen. Beim Leon wurde es dann irgendwann bei 150 Euro jeden Monat, weil wir dann das brauchten. Und die Pampers waren noch nicht mal drin, weil wir die meistens bei Amazon bestellt haben. Aber gerade wenn es dann mit der Beikost anfängt, wird es echt teuer. Ja, deswegen lasse ich mir damit auch echt Zeit. Nein, Quatsch. Ich bin mal gespannt, wie das dann bei den beiden sein wird. Dann wird es ja bestimmt noch teurer, weil die ja dann zu zweit sind. Oh mein Gott. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!